Moin Leute, ja, heute ist es soweit, die erste Gerste fällt. Wir stehen jetzt hier auf so einem 1-Hektar-Stück. Hier ist auch relativ sandiger Boden. Das Getreide ist aber relativ früh hier reif. Apropos früh, heute ist der 27.06., also mega frühe Gerstenernte hier bei uns in der Gegend. Eigentlich sagt man erstes Juli-Wochenende, aber wie gesagt, erste Gerste fällt und da begleiten wir die mal ein bisschen. Herrliches Bild, ey. Schön neuer Schlepper. Zog sich aus wie neu, ist aber nicht neu. Und der Lohnunternehmer mit den schicken Klappdrescher. Ihr könnt es gut im Hintergrund sehen. Auch wenn die Gerste hier auf einem relativ schlechten Boden gewachsen ist, ist sie echt richtig schön hoch. Also 1,20 Meter, 1,30 Meter hat die. Das Stroh, wenn wir mal reinpacken, ist ein bisschen feucht. Wir hatten ja am Wochenende noch Regen, apropos Regen. Ich habe gerade die ersten zwei Tropfen abgekriegt. Hoffentlich hält das jetzt, dass wir jedenfalls die ersten 7 Hektar runterkriegen, weil wir noch eine Fläche dazu wollten. Aber es fängt jetzt gerade an zu tröpfeln. Dann wollen wir uns jetzt erstmal das Messgerät in der Hand nehmen und das Korn messen. Papa und unser Lehrling waren vorhin auch schon da. Da hatten wir irgendwie so gute 15, 15,5. Klar, aber jetzt haben wir natürlich eine größere Menge an Körner, was auch gemessen werden muss. Und wenn es halt auch wieder irgendwie 15,5 hat von der Feuchtigkeit her, dann geht's allemal weiter. So, das ist jetzt das gute Messgerät, ist schon ein bisschen älter. Hier ist gerade auch schon Wassertropfen raufgekommen. Das darf natürlich nicht sein. Ich will jetzt mal ganz schnell messen. Hier kommt dann unsere gute Mühle drauf, wo wir jetzt einfach mal eben eine Hand nehmen, eben voll machen. Und dann drehen wir die mal eben da durch. So, dann kann man es jetzt aufmachen. Und das ist die gemahlene Gerste. Dann haben wir jetzt hier ja, so einen Zusammendrücker, nenne ich es jetzt mal. Den da jetzt drauf. Und dann einmal drehen, solange bis es knackt. So, und dann haben wir jetzt hier unten so eine Anzeige. Da drücken wir jetzt drauf. Die kleine rote LED leuchtet jetzt. Drehen wir langsam weiter bis die zweite. Und wir sind jetzt bei genau 15%. Also, was heißt das? Weitermachen, solange es geht. Tipptopp, geil, freut mich. Wir haben ja gerade zusammen gemessen, 15%. Die Fläche haben wir jetzt hier auch weg. Sind ziemlich genau 1 Hektar, wie vorhin schon gesagt. Unser ja, trockenes Stück. Und jetzt fahren wir halt kleiner eben weiter die anderen 7 Hektar runterholen, welche für heute auf alle Fälle noch geplant sind. Ich freue mich einfach. Gerstenernte an sich. Gerste ist ein mega schönes Getreide, finde ich, im Wachstum. Und nachher, wenn die Ähren im Wind wehen und so, ja. 100%ig. So, abtanken. Schneidwerk eben wieder auf den Schneidwerkswagen und dann zur nächsten Fläche. So, neue Fläche, neues Glück. Das ist das bezaubernde Stück hier. Ja, eben schnell Zapfwelle vom Schneidwerk dran und dann geht das rund. Dann holen wir unsere Hänger nach. Ah, geil, schön Gerste dreschen. Dann wollen wir uns mal die Gerste angucken. Sorte Galileo, ja, ist auch relativ groß, wie ihr seht. Irgendwie so gut 1,10 Meter, 1,20 Meter. Wir haben auch noch größere Bestände. Hat den Grund, dass wir dieses Jahr nur ganz bisschen Wachstumsregler gefahren haben. Und dann hauptsächlich mit Silizium beigearbeitet, dass wir den Halm festigen. Wenn wir uns jetzt mal hier einmal die Ähre ein bisschen angucken. Ist nicht so mega groß, kennt man auf alle Fälle größer. Ich bin gleich auf alle Fälle mal gespannt, wenn wir den ersten Zug ja, zum Landhändler fahren und den abkippen werden, was dann ja, von den Prozenten da ist. Wie gesagt, wir hatten ja gerade schon gemessen, 15% und dann auch, wie wir Tonnen runterkommen. Weil bei der Gerste sind wir eigentlich gute Dinge. Die hat dieses Jahr bei uns relativ viel Wasser nachgekriegt, auch in der Kornfüllung etc. Und natürlich nachher, wo sie abgereift ist,
Das ist komplett untergegangen, hat überhaupt kein Wasser vertrocknet. Aber das Korn müsste eigentlich noch relativ gut da sein. Das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Mann, ey. Schnell erstmal die Hänger abplanen. Wenn das jetzt so ein Schauer ist, dann geht das ja noch, aber schnell die Plane drauf. So, Hänger 1. Ihr könnt es jetzt, glaube ich, sehen. Hier oben auf der Luca hoch. Wenn ich mal leise bin, hört ihr auch das Tropfen. Jetzt fängt das gerade richtig an. Regen ist schön, ja? Jetzt gerade nicht. Da hinten ist der ganze Himmel wieder blau. Oh, ja. Hannes klappt jetzt, also unser Drescherfahrer, klappt jetzt auch gerade. Bunker ein, komm nach vorne. Hat gut funktioniert, Feuchte war passend. Jetzt ist die Feuchte nicht mehr passend, regnet. Ist doof. Naja, auf alle Fälle haben wir hier auch richtig dicke, matte Stroh drauf. Bei den 1,20 Meter Getreide. Drescherfahrer hat sich schon so ein, ja, Beschweren nennt, kann man es nicht sagen, aber der Drescher, der Häcksler muss halt hinten ganz gut was tun, dass er die ganzen Strohmassen auseinanderkriegt und kaputt kriegt. Hier könnt ihr das Stroh noch mal ein bisschen sehen. Ein bisschen Verteiler. Das ist jetzt die erste Fläche dieses Jahr. Müssen wir sonst noch ein bisschen einstellen, dass hier nicht so nah zusammenwirft. Aber dann passt das soweit schon. Naja, ich nehme euch jetzt erstmal mit, das Getreide wegbringen, dass das erstmal trocken beim Land in den Laden kommt. Ja, unser Messgerät hat genau 15% gesagt. Wir haben 14,9, also 100%ig. Besser geht's gar nicht. Und das kippen wir jetzt halt sofort in die Gosse. Dann bin ich gleich mal gespannt, wie viele Tonnen wir drauf hatten. Dann können wir es ein bisschen überschlagen, wie viel Tonnen pro Hektar wir ungefähr hatten. Ah, 14,9, also besser geht's gar nicht. Das ist eine Punktlandung. Wir müssen noch eben schnell die Bolzen hier umstecken. Sonst wird das schwierig mit Abkippen. Aber dann funktioniert das schon. So. Da kommen sie eben rein. Zack. Und nächsten auch. So. Dann haben wir hier ja geteilte Klappen. Also ab nach hinten. Hebel ziehen und ab geht die Post. Ja, das lief doch wie geschnitten Brot. Feuchtigkeit 14,9, 100%ig, also absolute Punktlandung. Für die Leute, welche sich jetzt gerade fragen, Feuchtigkeit, dies, das. Das Getreide hat ja eine gewisse Feuchtigkeit in sich. Und bis 15% ist alles in Ordnung. Da muss man keine Trocknungskosten bezahlen. Und ab 15%, also wenn es nasser wie 15% ist, muss man halt Trocknungskosten bezahlen. Und das ist natürlich dann preislich ja, schwierig oder doof. Ne? Also 14,9 ist noch genug Wasser da, dass das ein bisschen Gewicht bringt. Aber man muss noch keine Trocknungskosten bezahlen. Sehr gut. Ja, Tag 2 in der Gerstenernte. Der Zoo ist voll, den bringen wir jetzt erstmal weg. Und ja, Johannes, nicht mein Bruder, Lohnunternehmer, ist da hinten fleißig am Dreschen, seit einer Stunde ungefähr. Jetzt ist es 5 Uhr. Ja, Zoo ist voll, gucken wir mal eben gemeinsam drauf. Und dann schubsen wir den mal eben schnell zum Landhändler. Da seht ihr es. Vordere Hänger ist noch nicht ganz so voll. Hinten dafür aber umso voller, dass wir alles noch legal durch die Gegend schubsen. Ich bin mal gespannt, was für eine Feuchtigkeit wir heute haben. Gestern hatten wir 14,9. Ein Hektoliter Gewicht von 55 nur. Also das ist echt eigentlich ein bisschen traurig. Ich habe mir deutlich mehr erhofft. Letztes Jahr hatten wir irgendwie so 67. Also wenn man so an 65 rangeht, bin ich absolut gut zufrieden. 55 ist echt ein bisschen knapp. Naja, gucken, was die Hänger jetzt machen. Allrad ASM ist drin. Und dann wollen wir jetzt mal langsam losfahren. Ja, Zuchtschild in der Fahrgasse. Hier sind wir auch im Frühjahr mit dem Güllefass durchgefahren. Hier ist fest genug. Muss man nicht irgendwie wild noch loswühlen oder was. Ja, tipptopp. Dann geht es langsam jetzt los zum Landhändler. Ah.
Ich habe es, glaube ich, gestern schon dreimal gesagt, jetzt eine Ente oder an sich Getreideernte. Ich mag es einfach richtig gern tun. So, noch einen Tick lieber wie Kartoffelernte. So, langsam hier rüber. Und dann ab auf die Straße. ASM und Allrad aus und Kapelle. Feuchtigkeit von 15% hatten wir gerade. Hektolitergewicht ist sogar schlechter geworden. War jetzt auch bei 53. Oh, den Stein kriege ich nicht mal raus hier. Sonst hätte ich eben rausgenommen. Naja, gut, können wir jetzt nicht ändern. Wie gesagt, 15% Hektolitergewicht von 52,9 war es, meine ich, also 53. Aber eigentlich zu wenig. Naja, so, Klappen auf. Gehen wir schnell mal hier in der Mitte. Hydraulikhahn ist auch auf, dass wir gleich abkippen können. Und schnell raus hier, sonst kribbelt das gleich alles. Ja. Vorne auch noch eben schnell die Klappe auf. So, da sind nochmal 18.500 Kilo im Sumpf verschwunden. Gestern haben wir ja schon mal 14.480 abgeliefert. Und ich schätze, auf dem Wagen sind nochmal irgendwie, wenn es 14 Tonnen sind, sind es glaube ich nicht mal. Ja, das alles zusammengerechnet, dann müssten wir ungefähr so bei 7,3 Tonnen landen. Das ist keine Gewaltsernte. Gut, sind jetzt auch nicht die besten Stücke von uns. Wir fangen jetzt noch im Moor bei uns an, wo der Boden ein Tick besser ist. Mal gucken, was da so los ist. Hektolitergewicht halt jetzt nur noch 53. Ich habe gerade noch mal gefragt beim Landhandel. Dieses Jahr ist das anscheinend wirklich so. Also die besten Eschflächen, meinte er, da waren die irgendwie so bei 62, 63. Aber letztes Jahr war das echt deutlich besser. Dann sind die ersten 7 Hektar jetzt gerade schon von 40 verschwunden und die nächsten 19, oder heute schaffen wir ja nicht mal die 19, aber die nächsten 7 werden gleich nochmal angedroschen. 19 Hektar ist die Fläche groß, die haben wir aber einmal geteilt in Hybridsorte und einmal in Liniensorte und die Hybride ist komplett stehen geblieben und die Linie hat sich komplett hingelegt und die braucht noch 2, 3, 4 Tage, bis sie trocken ist. Und ich bin richtig hyped, sag ich mal, weil wir fahren dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag nach Bayern, nach Lauing. Also seid da gespannt auf das nächste Video, also dann kommenden Sonntag. Und auf Instagram mal ein bisschen verfolgen. Ja, wir sind bei Deutz Fahr eingeladen worden. Richtig Bock. So, für alle Fälle mit der guten Aussage wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Zur Weizenernte etc. gibt es natürlich auch noch wieder Videos. Aber unser Raps kommt auch bald ins Schwad. Da kriegt ihr auch wieder einen feinen Einblick. Aber genau. Wunderschönen Sonntag noch. Tschüss.